Darin, let's play. So. Ja, ebenso ist ja egal. Alter, jetzt mach ich mich lauter. So, jetzt. Ja, pennen. Geht wahrscheinlich wieder nicht, weil. Oh, geht doch, obwohl wir die Spinne hören. Seltsam. Ja, dann gehen wir jetzt in die alte Welt. Die haben wir sowieso noch nicht mit den Shader-Mod gesehen. Wie schön die vielleicht aussieht. Oh, schnell, wir sollten uns beeilen. Die Hölle sehen wir dann auch mit dem Shader-Mod. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen, oder? Da habt ihr was verpasst. Ja, ja. Gut, dann gehen wir da jetzt in der alten... nicht die neue Welt, in die alte Welt. So. Gehen wir jetzt in die alte Welt. Ich wollte der Insel ja einen Namen geben. Können wir auch direkt machen, wenn wir da sind. Oh, doch, das schaffe ich. Höpsa. Irgendein Schild anbringen. Spawn Island, hatte ich gesagt. Gut, dann nennen wir die jetzt Spawn Island. Finde ich gut, den Namen. Ja. Ja, ja. Ich habe dann noch so eine Idee, dass wir eigentlich kurz erledigen könnten auf der Insel. Juhu! Ach, guck mal hier, da sieht man direkt die Fenster. Sieht doch richtig toll aus. Also, Dach fehlt noch und alles, aber das kommt noch. Hab mal keine Angst, Junge. Oder Mädel. Oder was auch immer. Gibt ja auch, ist ja auch so ein Trend neuerdings, Geschlechtsoperation. Kommst als Junge zur Welt, du merkst aber, du spielst mehr mit Barbies als mit Power Ranger und dann, warum bin ich ein Junge? Ich möchte jetzt ein Mädchen werden. Hier, Doktor, spritz mir Hormone und ja. Und im richtigen Alter kriege ich dann auch noch Brustimplantate, so. Da unten wird auch rumhantiert, damit das da dementsprechend passt. Da gibt's ja allen Scheiß, ey. Da frage ich mich auch, wie Leute auf solche Ideen kommen. Alter. Ich bin eben ein Mann. Fertig. Ich will auch gar keine Frau sein. Warum? Warum? Klar, gibt sowohl für Mann als auch für Frau Vorteile, aber ey. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Wenn als Mann geboren wurde, dann war das so bestimmt. Hier, yeah, so schön sieht die Lava aus. Und wunderhübsch, schnell doch. Ja, ja, die Weitsicht ist für den Arsch, ich weiß. Alter, ich höre gar nichts. Ich glaube, die haben wir doch schon mal gesehen. Weil das dazu pink ist, habe ich schon mal erwähnt. Da liegt am Texturenpaket. Und an der nicht vorhandenen Weitsicht. Doch, wir haben doch schon mal, glaube ich, den Nether gesehen. Aber unsere alte Welt auf gar keinen Fall. Definitiv noch nicht. Da gucken wir jetzt mal, wie die aussieht. Gucken, ob ich mich hier überhaupt noch zurechtfinde. Ah ja, hier kommt auch immer so ein Fehler. Hier, die Schilder sehen anders aus. Zum Glück sind es noch irgendwelche Wappen. Hätte ja auch anders kommen können. Ja, ansonsten ist ja eigentlich nichts, was ich irgendwie großartig erwähnen sollte. Gut, die Eisentüren sehen anders aus. Und irgendwie ist er am Ruckeln hier auf der Insel. Alter Schwede. So, unser Verzauberungsraum, wo der Tisch nicht mehr steht. Höllenportal und Diamantenmine. Ja. Ich könnte da eigentlich wieder abreißen. Genau, ich mach da mal eben ab. Höllenportal und Diamantenmine. Wobei, nein, das kann man eigentlich lassen. Höllenportal, Komma, Diamantenmine und neue Welt. Klar, das ist klar. Höllenportal und neue Welt, das ist klar, das ist im Prinzip der gleiche, aber ich will es einfach mal erwähnen. Guck mal hier, der Tunnel, wie richtig geil das aussieht, ne? Aufgrund des Shader-Mods, die alles am Spiegeln. Richtig geil. Und es ist dunkel. Es ist dunkel. Monsterschlucht, ja. Festland, ja, Festland. Das Schild haben wir vor 200 Episoden angebracht und wir waren noch nie da. Noch nie so wirklich. Hier sieht auch geil aus beim Hochklettern, ne? Ah, unsere Truhen! Oh, oh,
unseren Diamanten. Ey, Goldnugget hat noch kein Textur hier. Hier haben wir alles. Oh, alles Tropenholz, Birkenholz, Eichenholz. Ah, wie habe ich diese Welt vermisst. Können wir direkt wieder Fleisch mitnehmen, gebratenes. Ja, hier ist noch alles. Hier hat noch alles seine Ordnung. Oh, die Sonne geht auf. Ist ja doch hell. Ja. Ne, Pferdchen, hast uns vermisst, ne? Ja, hast mich vermisst? Das wackelt mit Schwänzchen. Hast mich vermisst? Ja, ich war schon lange nicht mehr hier, ne? Guck mal, wie der Weizen sich im Wind bewegt. Mit dem Wind bewegt, so. So, hier, ja, hier bewegt sich nix. Hier sieht auch richtig geil aus. Ah, ja, guck mal hier, unsere Melonen sind schon alle gewachsen. Die Kühe sind auch noch da, natürlich. Ah, unsere Hühner, Falle. Hallo, Kühe. Gucken wir uns mal unser Schlafzimmer an. Und unsere Haushühner, die wir auch noch haben. Hier. Ist das nicht schön? Diese Insel, die ist mit dem Shader-Paket gleich noch schöner. Ne, Hühnchen, und das Hühnchen hat auch keine neue Textur, glaube ich. Unser fleißiges Schrankhuhn, das immer wieder Eier legt. Ach ja. Ist unsere Wasserkuh auch noch da? Ach ja, unsere Seekuh, natürlich. Aber hier, guck, was ist das denn? Hier hing doch auch mal ein Bild. Das sind aber nicht Normalien. Hä? Okay. Da war noch immer ein Bild, nur das, was da hing, das hatte keine Textur und das ist jetzt doppelt. Aber das liegt daran, weil das Texturenpaket, was ich jetzt habe, nicht so viele Bilder besitzt. Da gibt es nur so ein paar. Die wiederholen sich dann schon mal schnell. Hier, schon wieder das, schon wieder das. Immer die gleichen, ne? Ah, hier, das passt aber. Das Bild wird zu Kochtöpfen, das passt ja hier zur Küche, ne? Ja, haben wir hier noch was drin? Oh, jawohl, Eisen ist da drin. Oh, kann erstmal drin bleiben. Ja, gucken wir uns mal um hier. Ach ja, ich habe hier so einen Schalter auf dem Boden. Ach, leck mir eine Fott. Ich möchte, dass es dunkel wird. Dann sieht das bestimmt noch geiler aus durch diese ganze Beleuchtung. Ah, wie schön, ne? Hier. In dem Texturpaket sehen die Glowstone richtig cool aus. Und unser Hühnerschnetzler. Ja gut, jetzt haben wir Schimmel an der Wand wegen dem Texturenpaket und Risse. Aber komm. Guck mal, die Münder. Irgendwie so ein bisschen pervers, finde ich. Quetschen! Ja. Bohnen! Werfen machen wir jetzt nicht an. Der ist schon wieder am Ruckeln da drauf. Und da drauf sind wahrscheinlich 1000 Eier am Tanzen. Ich komme schon wieder im Sekundentakt runter. Eier? Hallo, Eier? Da sind die Hühner gestorben. Ich sehe keine Hühner. Wobei, ich bin wahrscheinlich nur aus der Range. Hallo, Hühner? Ah doch, da sieht man die Flügel flattern. Die sind noch alle da. Die sind nur alle da. Die sind nur alle da. Ja, hier ist schon alles richtig perfekt gebaut. Ach, was ist das schön. Ja, hier eben die Ausgabe. Alles mal angucken hier, bevor die Aufnahme zu Ende ist. Wiedersehen macht Freude. Unsere Schäfchen, der Grund, warum wir hier hingekommen sind, weil wir euch abernten müssen. Ey, den Kopf hätten sie aber auch rot machen können. Das sieht da doof aus. Weißer Kopf, rotes sonstiges Fell. Nee. Ja, Schäfchen, ne? So läuft das hier. Ach, nee. So, hier unsere kleine Parkanlage mit unserem See hier. Oh, ist das schön. Oh. Nee. Ich fall hier gerade in Ekstase. Guck mal, wie... Alter. Das ist auch richtig geil, ne? Richtig atmosphärisch.
Ja, das hat schon was. Also ich bin hier. Ne. Ich bin hier sowas von zufrieden. Ich habe jetzt eigentlich Bock, hier auf der Insel direkt weiter zu spielen, aber nein. Die Insel ist soweit komplett fertig. Erstmal. Klar, hier in der Mitte kommt noch was hin und hast ja nicht gesehen und alles, aber im Moment erstmal nicht. Im Moment ist dann so fertig. So, guck ich mal, ob ich hier noch eine Schere im Keller habe. Müsste eigentlich. Ich würde mich wundern, wenn nicht. Was? Keine Schere. So. Da müssen wir uns hier schnell eine Schere machen. Habe auch keine mitgenommen, so schlau wie ich war. So, haben wir noch irgendwelche Farbstoffe? Ah, ja, die Eiertour. Farbstoffe war hier. Schwarze haben wir schon. Haben wir violette Schäfchen? Ich glaube nicht. Können wir direkt machen. Blaue haben wir, rote haben wir. Gibt es noch ein paar neue Farben, die ich irgendwie... genau, Kaktus. Es gibt Kaktusgrün irgendwie. Ich glaube, da muss man braten. Da können wir uns auch Kaktus... hier Dingsbums machen. Kaktusschäfchen. Da machen wir das, bevor wir wieder zurückgehen. Ich glaube, das ist so. Oh, es ist dunkel. Können wir uns jetzt hier... Ah, guck mal. Ah, guck dir das an. Jetzt machen wir noch eine Rundreise. Machen wir noch eine Rundreise schnell. Während kommt da Kaktusgrün bei rum. Jawohl. Perfekt. Gut. Nochmal Rundreise, aber nur den Weg schnell entlang. Alles in der Dunkelheit genießen. Wie schön. Ach, wie lieblich. Ey, hier aber mal. Tür zu. Die Aufnahme ist jetzt auch vorbei. Aber die Rundreise machen wir noch eben. Die leuchten so richtig geil, ne? So richtig, so bright, so blendend. Hat eine Atmosphäre. Boah, guck mal hier, wenn sich das da im Wasser spiegelt, das Licht. Boah, ist das schön. Ja, hier drin hat sich nichts geändert. Du kommst hier nicht rein, du Scheißvieh. Sowieso überall zu, ne? Ja. Ja, gehen wir wieder ins Haus. Und den Kaktusmist da raus. Reim. Und beenden diese Aufnahme. Nee. Also, wir haben hier schon ein richtiges kleines Kunstwerk geschaffen. Da muss man einfach mal sagen. So richtig, also. Ganz ehrlich. Wer hier was auszuwenden hat, optikmäßig, der. Also, die Kühe jetzt hier, das ist noch so. Ja. Aber, ganz ehrlich. Der hat sie nicht mehr alle. Aber die Blume geht durch den Pott durch, das muss noch irgendwie überarbeitet werden. So, 4 Kaktusgrün. Können wir uns 2 neue Farben machen bei den Schäfchen. Grün ist cool. Grüne Teppiche und Violett. Ha. Gut. Ja, machen wir in der nächsten Aufnahme, weil die Aufnahme ist jetzt vorbei. Wir gehen schlafen in unserem alten Bett. Hier, das ist... Ist das grün? Kann ja nicht die grüne... Das war mal blau. Der Typ hat wirklich irgendeine Rot-Grün-Schwäche. Das ist doch... jetzt habe ich einen grünen Teppich. Scheiße. Ja, ist egal. Ich habe ein grünes Schlafzimmer und kein rot-blaues. Aufnahme ist vorbei. Und... Vielleicht hat er auch einfach nur grün und blau verwechselt irgendwie intern bei dem Texturenpaket. Das kann ja sein. Muss ich mal gucken. Ja, gut. Aufnahme ist vorbei. Ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt schlafen. Ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir dann hier weiter mit der Deko des Hauses machen und die Schäfchen abfarmen. Und hast du nicht gesehen. Bis morgen. Gute Nacht.